Immer wieder sehe ich ihn und begegne ihn. An so vielen alten Brücken, da entdecke ich ihn, den Patron aller Brücken, den heiligen Johannes Nepomuk. Eigentlich fast schade, dass er nur an so vielen alten Brücken zu sehen ist. Ich bin der Überzeugung, auch an den neuen Brücken hätte er einen guten Platz und würde auch uns heute noch so einiges lehren können. Ja, immer wenn ich nach Stockstadt fahre, begegne ich ihn auf einer kleinen Brücke direkt nach dem Ortseingang auf der Brücke. Da schaut er zu mir herab und ich zu ihm auf. Und wenn ich dann zur Leonatuskirche fahre und ihn da sehe, frage ich mich manchmal, wie viele tagtäglich an ihm vorbeifahren, mit Auto, LKW, Fahrrad und anderen Verkehrsmitteln und ihn wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Aber auch so viele, die täglich an ihm vorbeilaufen und wohl gar nicht bemerken, dass er auf sie herabschaut oder sie zu ihm hinaufschauen können. Ich glaube, an seinem Gedenktag, dem 16. Mai, lohnt es sich, mal wieder etwas mehr auf sein Leben, seine Botschaft und sein Wirken zu schauen. So möchte ich auf die Thematik eingehen, Brücken zueinander bauen, die Brücken in meinem Leben, weil das uns dieser Heilige lehren kann. Doch zunächst einmal wollen wir etwas näher auf sein Leben blicken. Als Johannes Welflin von Pomuk in Südböhmen um das Jahr 1345 geboren, wuchs er geprägt von der Thematik von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf, weil man der Überzeugung ist, dass sein Vater wahrscheinlich Richter war. In seinem Ort ging er zur Schule und absolvierte die Ausbildung an der Ordensschule der Ordensgemeinschaft der Zisterzienser, um dann, vom Beruf seines Vaters wohl geprägt, eine juristische Laufbahn einzuschlagen. Schon früh gehörte er zur Beamtenschaft des Erzbischofs von Prag und sammelte dort im juristischen Bereich wohl erste Erfahrungen. Um seine Position dann aber zu stärken und auszubauen, studierte er dann an der Universität in Prag, ehrgeizig und sorgfältig, so wird von ihm berichtet, Jura und ließ sich dann auch einige Jahre später zum Priester weihen. Später dann sattelte er noch einen Doktortitel im Fach Kirchenrecht an der Universität von Padua auf. Nach seiner Rückkehr nach Prag wurde er Generalvikar, also letztlich die rechte Hand des Erzbischofs, und war so in den stetigen Konflikt zwischen dem Erzbischof Johannes Jensstein und dem böhmischen König Wenzel verstrickt. Das Problem, das sich infolge dieses Konflikts ergab, war, dass der böhmische König die Rechte des Erzbischofs und der Kirche immer mehr beschränken wollte, um so seine eigene Stellung zu verbessern und zu stärken. Er wollte nämlich Bistümer in Böhmen gründen, um dort die von ihm ernannten Bischöfe schließlich einzusetzen. Das war seine Idee, sein Plan. Doch als sich der Prager Erzbischof widersetzte und taktisch klug eine Neugründung verhinderte, da eskalierte der Konflikt schließlich gänzlich. König Wenzel ließ den Bischof, seinen Generalvikar und drei weitere erzbischöfliche Beamte festnehmen und in Gefangenschaft nehmen. Während der Erzbischof fliehen konnte, mussten seine Beamten und vor allem Johannes Nepomuk im Gefängnis die Methoden des Königs und seiner Folterknechte in besonderer Weise am eigenen Leib erleben. Mit dem Mittel eben jener Folter wollten die königlichen Folterer Geheimnisse aus Nepomuk herauspressen. Doch er hielt aller Gewalt stand und fest. In diesem Zusammenhang ist auch seine Verehrung als Hüter des Beichtgeheimnisses vermutet, da er der Legende nach eben standhielt und sein Beichtgeheimnis nicht gebrochen hatte, nachdem der König einen Ehebruch seiner Frau vermutete und ja der Überzeugung war, dass seine Frau eben bei Johannes Nepomuk gebeichtet hatte. Und das wollte er herauspressen lassen. Von der Folter schwer zugerichtet und zugesetzt wurde Johannes Nepomuk schließlich halbtot gefesselt und bei Nacht von der Karlsbrücke in die Moldau geworfen, wo er schließlich dann ertrank. Seine Verehrung und sein Beispiel
können uns einiges lehren. Johannes Nepomuk wurde im böhmischen Volk nämlich schon sehr bald und sehr verehrt. Und er wurde letztlich zum klassischen volkstümlichen Heiligen in der Barockzeit in ganzen Europa. Über adlige Höfe und dem aufstrebenden Jesuitenorden gefördert, wurde er immer bekannter, sodass er dann im Jahr 1729 schließlich heilig gesprochen wurde. Fortan zierten viele Statuen von ihm, zahlreiche Brücken, aber auch viele Kirchen. Dargestellt wird er klassischerweise als Priester mit den Zeichen von Rochette, Stola und Biret, den Zeichen als Priester, der in der Hand ein Kreuz oder eine Palme als Zeichen für den Märtyrertod hält. Über seinem Kopf ist oft ein Kranz mit 5 Sternen angebracht, was das lateinische Wort Tacui symbolisieren soll, was heißt, ich habe geschwiegen. Als Patron gilt er besonders für die Beichtväter, für Priester, Flößer, Schiffer, Müller und als Landespatron von Böhmen und Bayern. Ja, und er ist auch Patron für das Haus Habsburg, so soll er seine Anvertrauten in besonderer Weise schützen. Brücken bauen, die Brücken in meinem Leben, was Johannes Nepomuk uns heute sagen und lehren kann. Von den Heimatvertriebenen aus Böhmen, Mähren und Schlesien verehrt, haben sie sich nach dem Krieg insbesondere für Frieden und Gerechtigkeit und ein gutes Miteinander zwischen den Glaubensgeschwistern in Deutschland, Tschechien und der Slowakei eingesetzt. Dazu haben sie eben jenen Johannes Nepomuk als Patron erwählt, der dem Motto der Ackermann-Gemeinde, die sich in besonderer Weise um Heimatvertriebene auch kümmert, entspricht, welches lautet: Wir bauen Brücken. So ist Nepomuk auch zum Patron der Völkerverständigung zwischen Ost und West geworden. Wir können uns fragen, wie sieht es aus mit der eigenen Bereitschaft zum Brückenbau? Dort, wo tiefe Gräben zwischen Parteiungen entstehen oder entstanden sind, wo die Fronten scheinbar völlig verhärtet sind und ein Zueinander erschwert ist. Nepomuk kann ein Patron des Brückenbaus im eigenen Leben werden, davon bin ich überzeugt. Und wir können uns fragen beispielsweise, schaffe ich es, Brücken zu anderen zu bauen? Kann ich vorbelastete Konflikte versuchen, mit den Brücken von gegenseitigem Zugehen und dem Aufklären der Ursachen der Konflikte sowie der Bereitschaft zur Vergebung bauen? Und letztlich, welche Brücken habe ich in meinem Leben abgerissen, welche aber vielleicht auch gebaut oder zumindest restauriert? Ja, Johannes Nepomuk als Patron der Brücken, als Brückenheiliger, er kann uns auch heute noch so einiges lehren und Patron auch in unserem Leben sein.